Liebe Freunde, jetzt sind wir angekommen auf dem Dehnholm. Ist wieder zu weit, wir wollen auf Herding. Guckt mit. Guck mal, echt Lot raus, dann kannst du dir mal einen Fisch zeigen. Ja. Oh, zwei. Alter. Zwei. Die zweite Dublette. Jetzt hat er gleich einen Dribbel. Ich hab's gewusst. Ich muss ein bisschen mehr ranmachen. Das ist jetzt hier. Oh. Gleich doch. Da ist gleich drei dran. Marcel, kannst du mal übernehmen, bitte? Das ist die falsche Kiste. Aber in die Kiste ist schon mal was wir hin. Das eine ist ja richtig fett, den ich da gefangen habe. Das war da wohl meiner, oder? Dublette entschneidet. Jetzt den dreht ich auch. Ja, Philipp noch nicht, ne? Nee, Philipp noch nicht. Philipp noch nicht? Philipp hat noch gar keinen Fisch. Philipp hat noch gar keinen Fisch. Nee. Der hat sich unten bloß immer am Haken gehen. Schneidest du denn auch so zurecht, ne? Wichtig denn? Werfen, so wird zurecht geschnitten. Ich hab da hingeworfen, müssen wir da zum gelben Poller. So, wo sind wir auf dem Strehler sind drauf. Die ersten haben wir schon. Läuft richtig gut, sind richtig dick. Meine Baitcaster wieder. Hab auch schon eine Dublette, Marcelli auch. Unser Gastangler und euer Anfänger Philipp noch nicht. Habe ich schon erwähnt, dass wir mit unserem Boot das erste Mal heute draußen sind? Ja, ich denke. Das vom Livestream? Ja, und läuft ganz gut. Ja, vom Livestream, wie ihr euch wahrscheinlich alle erinnern könnt. Oh. Haben wir jetzt heute das erste Mal zu Wasser gelassen. Ja, und jetzt angeln wir die Heringe raus. Und Marcelli macht hier Anschläge. Oh, da ist wieder was dran. Ich glaube, ich bin da dran. Halt! Du bist bei mir in die Schnur und ich habe einen Fisch, das ist auch nicht. Das ist ja meine. Geht ja so nicht. Oh, ist nichts. Ja, das ist dann natürlich, wenn man mit Marcelli angelt, muss man damit zurechtkommen, nicht? So, hier, kannst du mal zeigen, wir haben den Deeper im Einsatz. Ja, das neue Modell. Kannst du ja dazu sagen. Mit. Moin Jungs, klären wir mal grobe halbe den sogenannten Deeper. Ballesser an der selbstgebauten Vorrichtung am Wasser. Fisch! Und bis jetzt funktioniert er ganz gut.
einwandfrei. Bootsmodus, alles mögliche einstellbar. Einwandfrei. Für den mobilen Bereich, spitze. Petri, der Erste! Geil! Oh, die hat alles schon 30. So, Marcelli. Ja. Wir sind hier auf Hering. Ja. Leider ist der Hering wohl aus. Gibt nur noch Barsch. Ast rein, kleiner Barsch. Freunde, jetzt haben wir mal umgesattelt. Wir wollten noch ein paar Barsche angeln. Ja. Auf Carolina Rig. Hat ja gleich mal funktioniert. Schön. Kleiner Barsch. Perfekt. Oh ja. Sehr stark. Oh. Ja, der ist mal richtig gut. Jo. Das ist mal ein richtiger. Der ist gut, ne? Der ist richtig gut. 31, knapp. Vielleicht auch 30. Sehr cool. Ach hier, kommt nicht auf die Länge an. 28 erreicht hier als Vorfahrtschnur? Ja. Oh, der sieht schon ein bisschen besser aus. Der nächste. Jeder Wurf ein Fisch. Jeder Wurf ein Treffer. Jeder Wurf ein Treffer, genau. Unser Neuangler Philipp. Sehr cool. Cooles Bild, oder? So, dann fangen wir mal messen, den Jungen.
Freunde. Wir haben jetzt bestimmt schon 10 Barsche. Alle so ab 20 bis, was war der größte? 32. 32. Nee, 20, ab 25, ne? Ab 20. War doch 20er bei? Und ja, auf jeden Fall ein erfolgreicher Angeltag heute. Kiste voll Hering natürlich auch. Habt ihr ja gesehen oder werdet ihr noch sehen. Jetzt wollen wir noch ein paar Momente einfangen. Ja, ich bin mit Kameras ausgerüstet. Gucken, ob wir noch was live hinkriegen. Schön im Strelasund in unserem neuen Schlauchboot. Hat die Einweihung erfolgreich bestanden. Sieht er mich überhaupt? Ist das die Sonne? Ja, ich glaube, jetzt müsst ihr mich am besten sehen. Ja. Dann werden wir mal noch ein bisschen raufhalten. Habe ich, glaube ich, erzählt. Ne? Nochmal kurz ich. Mit Carolina Rig haben wir heute den auf Barsch gefischt. Gut geklappt. Das war Heringsangeln 2017 in Strelasund und Barschangeln. 10 Barsche, Kiste voll Hering. So, werden wir mal weitermachen. So. Willst du noch was sagen? Dem ist alles gesagt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe nur, dass das ja weiterhin so erfolgreich wird wie heute. Und dann. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Oder was ihr sehen wollt, schreibt es in die Comments. Wichtig ist, wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Ist der nächste Barsch eingestiegen. Oh, ich glaube, das sage ich auch in jedem Video. Oh, das ist ein kleiner. Das ist ein kleiner, ja. Der ging wieder rein. Alte Fähre. Ah, ein Angelkaut. Ah, ihr seht, das Schlauchboot ist zu groß für ihn. So, wenn die jetzt gleich hier wieder gucken, wie das hier geht noch. Ja, nicht, dass ich die treffe. Wenn du Richtung Boot wirst, ist das top. Welches Boot? Was auf uns zukommt. Oder färbe ich in die andere Seite? Das ist auch. Das ist ziemlich schwierig so, ne? Das wird wohl nicht viel mit Fisch heute. Ich bin schon mal entschneidet. Also erster Wurf und Fisch, das ist ja... Wow. Ach, so sieht das aus, wenn man kein Fisch dran ist. Boah, dieser Sauhund, das war so ein Fetter, der ist der Haken geplatzt. Haken geplatzt ist auch cool. Boah, ein Dicker. Scheiße, Alter. Das war ein guter. Das sieht nicht gut an. Ja, die musst aufpassen, ne? Die braunen gefärbten, die musst du wieder reinsetzen. Ja. Die grünen sind ganz fies.
Das Boot sieht aus. Guck dir das mal an, Robert. Oder ich habe auch mal eine Toilette. Ich habe gerade schön weit rausgefahren. Oder ein... Wo was? Wo? Ich habe jetzt nichts gesehen. War das gesehen. Blei, was so geplatscht hat? Das war, glaube ich, nur das Blei, was so geplatscht hat. Nee, das war der Diebe. What? Hip, hip, hop, hop. Wo sehen wir denn hin? Ist ja alles sandig.